Kannst du? Wie, du hast Nase blute, was? Ja, das Knöchel ist wieder aufgesprungen. Wie, der Knöchel ist ausgesprungen? Soll ich dich mal attachieren? Ich verstehe. Soll ich das machen? Ja, mach mal, warte. Genau. Justin Case bin ich. Wer bist du? Justin Case. Alter, das rechts, links, überall! Mein Gott, ich mag die linke Arm. Okay, ist alles verwundet jetzt. Alter, was hast du gemacht, du? Ja, da blutet alles, sogar die Eier, du. Er wurde angeschossen. Du hast überall wehgetan. Nur Beine nicht. Ah Gott, die sind auch sehr dünn. Magst du nichts Beine im Fitnessstudio? Das ist ein guter Vorteil bei Schießerei. Trifft keiner die Strohhalme. Oh, oh, lass bitte auf sein, lass bitte auf sein. Oh, danke, Alter. Ja, das auf. Mein guter, ein Glück. Das ist Glück für uns. Ah, das wäre aber vor der Polizei nicht so gut. Man kann da durchfahren? Holoschrank ist das. Oh, mein Gott, hast du kaputt gemacht? Nein, alles gut. Oh, was hält die Karre aus, Mann? Okay, lass, das gibt's das gar nicht, oder? Was denn? Aber haben die Räder sich höher gestellt, die gar nicht mehr. Du kannst fahren vor Baum mit dem Fahrzeug und es geht nichts kaputt? Lassen. Okay, ich weiß nicht. Feier wieder, wir sind junger Gott hier. Wir sollten die jetzt verhaften, oder? Die machen Belästigung von Polizeibeamten. Oh mein Gott. Was ist eingestiegen jetzt? Nichts eingestiegen. Sagst du? Oh mein Gott. Ich blut. Okay, warte es doch, ich muss erst machen Binde. Oh mein Gott, ich hab nichts Binde. Mein Gott, endlich hat denn Odyssey ein Ende. Magst du verwandt mit mir, oder? Killer, sie hat versehentlich geschießt mich im Gesicht. Ja, ich hab das verstanden. Ihr, wer von euch hat nicht auf die Reifen geschossen? Ich war das nicht. Das tut mir jetzt aber leid. Also ich hab Leitstelle für die 71, komm. Mein Gott. Was ist mit der Leitstelle? Los. Komm, ja. Ich ein Stück vom Auto weg. Oh. So. Drehen Sie sich um in Richtung Motorhaube und nehmen die Hände auf den Motorhaube. Okay. So das? So? Es tut mir leid. Oh, Killers, das ist Polizeigewalt. Erst die schießt mich ins Gesicht, dann die schießt mit. Mein Gute. Oh, ich bin am Arsch. Ich bin tot. Ich werde 20 Jahre Gefängnis kriegen, Mann. Oh, mein Gute. Wir mussten das Feuer öffnen, sie öffnen. Sie erst sind stehen geblieben, sind eine ihrer Kollegen die Waffe von uns gerichtet hatte. So, was ist da jetzt los? Seid ihr. Mein Gute, seid ihr alle noch Praktikum oder bist du Max und nix Verhaftung? Ja, wir wissen so, okay, das ist kein Problem. Ich gehe mit dir. Ich sehe schon, ihr habt mehr Waffe und die ganze Taser. Ich bin, dass ihr endlich befreit habe mich. Also, sie dreht jetzt noch mal Richtung Motorhaube, bitte. Okay, ja, selbstverständlich. Du willst doch an meinen Arsch, ich oder? Ich nehme jetzt hier Handschellen an, ja. Willst du an Popo? Nein, ich habe ihn jetzt die Handschellen angelegt, damit sie Bescheid wissen. Okay. Ja, ich hab das, aber ich kann das bewegen, so wie du sagst, okay? Oh. Ja. Wenn du sagst, geh dahin, dann geh ich dahin. Das ist nichts Problem. Zu schweigen, alles, was sie sagen kann, dann wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben außerdem das Recht auf einen Anwalt. Wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, wird ihnen vom Staat einer gestellt. Ich habe nichts gemacht, Senja. Also, sie braucht das gar nicht vorlesen. Finden, dann fällt dieses Recht und wir übernehmen die Judikative. Ich verstehe das. Verstanden? Ich verstehe das absolut. Das Land würde ich jetzt mein Anwalt ist ja gut, Mann. Sie können dieses schon informieren. Hast du gehört das? Jay, kannst du einmal den Herrn Gutmann informieren zum Morrison-Protokoll? So, ich geh mit dich. Oh, darf ich das Geld aufheben? Beschlag mal das Auto, weil ich darf den Herrn Gutmann. Bitte? Darf ich das Geld? Ja, warum nicht? Das verschwindet sonst. Das wäre schade drum. Ich kann das Spende für neue Brücke in Lacaside. Nein, das übernimmt die Spuren sicher. Oh, mein Gott. Du kannst dich einmal zu dem Streifenwagen. So, Mistdreck.
So die Streifewaage. Ich hab selber eine da. Oh, das war nicht so gut, ne? Ja, das war knapp das. Das war aber richtig knapp das, mein Freund. Gut gemerkt. Ja, vergessen Sie nicht, dass Sie rein theoretisch... Ich hab so gesehen, der war offen, Alter. Der war offen. Weil wir das, ja, selbstverständlich. Hören Sie das? Ja, du, wenn dein Handfessel kaputt wird, ich hab das nichts kaputt gemacht, weißt du? Ich muss ab und zu warten. Weißt du, was ist das? Warten? Vielleicht sind Ihre Hände auch einfach so schwierig. Ja. Von letzter Erlung. Habt ihr gesehen? Stell dir mal vor, ich hätte die Karre jetzt geklaut, Alter. Wo sind wir, welcher Akku? Los Diabolos, oder? Den Anwalt haben wir schon Bescheid gesagt. Ah, wundervoll. Okay. Wenn Sie ein Essen finden, ich würde das nehmen, Senores. Ich habe Hunger. Moment. Aber gibst du mir nur das, was nichts hat, Dreck von Straße an sich dran? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist auf der Kiste gelandet. Das ist sauber. Ich verstehe das. Okay. So geht gut. Dankeschön. Wie bitte? Ja, gut, man kommt nicht durchs Theatersbüro und ich bin angeschrieben. Alles klar, sehr gut. So, dann können Sie jetzt einmal ins Fahrzeug einsteigen. Ja, selbstverständlich. Ich weiß schon, noch Passagier, ja. Ja, komm, bis zum Akku kann ich jetzt fahren. Ja, tut mir leid, ich kann das nichts auswählen, auf welches Sitz. Ja, Kollege. Da haben wir wieder einen Fun gemacht heute, oder? Schau hinter auf Rücksitzbank, du. Nur schwere Jungs unterwegs, oder? Mein Güte, da denkst du, gehst zur Polizei aus ruhige Leben, ne? Und dann? Ein nach die andere schwere Jungs musst du verhaften, oder? Mein Güte, das hast du dir sicher auch anders vorgestellt bei Polizei, oder? Okay, Senores? Ja, das bringt jeden Tag eine neue Überraschung. Soll ich Ihnen ja verraten, ein Zaubertrick auf die Rücksitzbank? Pass auf, nichts aussteigen, noch nichts aussteigen, okay? Könnt ihr mich? So, pass auf. Hallo, die Senioren auf Rücksitzbank. Kannst du mich hören? Ja. So, pass auf. Jetzt gehst du mal mit Sicht in Auto und guckst du, auf welcher Seite du sitzt. Und dann gehst du mit Sicht aus Auto und guckst du, dass du auf andere Seite sitzt. Das ist Zaubertrick. Ah, Künst, ne? Ja. Soll ich aussteigen jetzt? Nein, noch nicht. Ah, okay. Ich hab also gesehen, dass... Ja. Das ist kein Problem. Jetzt dürfen Sie einmal das Fahrzeug verlassen. Ja, selbstverständlich. Dann folgen Sie mir einfach mal. Ihnen folge ich überall hin. Mein Gute, die sitzt aber gut, die Hose. Aber bald machen wir das hier draußen. Oh, wir machen das hier? Wir können auch reingehen, das ist nichts Problem. Aufgrund der Tatsache, dass Sie mit schwer bewaffneten Personen unterwegs sind. Ich war nichts unterwegs mit Ihnen. Ja, sie saßen mit den Personen im Auto, da besteht jetzt bei uns natürlich ein gewisser Restverdacht. Die hat mich einfach mitgenommen von Polizeirevier in Morrison. Frag die. Oh, ich weiß nicht, es bleibt nichts mehr übrig, was du kannst fragen, oder? Ja. Naja. Das weiß ich so weit nicht. Aber die haben mich da. Warum sind sie denn eingestiegen? Wo eingestiegen? Kennst du den Herrn? Na, pass auf, du! Ich habe ausgelegt die General Lee von die Herr Johnson. Kennst du die Johnson? Ist auch egal. Ja. Die General Lee, das legendäre Fahrzeug, verstehst du? Das habe ich ausgeliehen von der Herr Johnson. Und auf einmal kam Polizei und sagte, Herr Johnson hat Anzeige gemacht. Obwohl Herr Johnson das gar nicht gemacht hat. Ich habe gesprochen, die nochmal. So, und da war ich in Polizei in Morrison mit Handschelle bei Praktikant. Und auf einmal gab große Schießerei vor Polizei. Und dann sind reingestürmt zwei Kollegen mit Langwaffe. Ne, nichts Kollege, zwei Räuber mit Langwaffe. Und die haben erschießen die Praktikant. Und dann haben die mich genommen in ihr Auto, was kugelsicher. Und dann kam die mit dem Polizeiauto und hat mich da umverfrachtet in die Polizeiauto. So. Waren dann noch gefesselt? Und dann wir was? Na, die haben mich losgemacht, aber die haben große Schießeisen. Verstehst du, was ich meine? Ja. So. Haben die sie denn bedroht? Ganz selbstverständlich. Also sind sie der Meinung, dass sie denn unfreiwillig dort waren? Ja, mein Name ist die Kasimir.
Herr Kasimir, dann machen wir es jetzt ganz einfach. Haben Sie eine Waffe dabei? Nein. Okay, dann werden wir sie jetzt durchsuchen, falls sie gelogen haben. Können wir reingehen dafür? Dann macht die Paparazzi macht Foto hier und morgen wir haben das in Zeitung, da weißt du? Die Ameisen sehr schnell. Okay. Oh, Dünne immer diese Ameisengeschichte. Wir nehmen auf den Donuts angelockt. Würdest du das gucken jetzt hier? Hast du Zeit? So, pass auf hier. Wir haben nicht viel Zeit wegen Ameisen, okay? Wir machen das hier im Auto. Legen Sie hier im Kofferraum. So ein Autolack? Okay, pass auf. Das haben wir ja natürlich nicht stecken. Aber ich will, dass ich alles wieder habe, ja? So, guckst du das? Ey, wer hat genommen? Ihr könnt dich wieder anziehen, soweit. Hat er nichts dabei? Das ist gar nichts! Du hast. Guck ich nochmal am Computer. Das ist wirklich nichts, du. Okay, ich hab noch. Ein Helm habe ich noch, das. Diese. So, ich pack das wieder ein, ja? Also. Ja. Trotzdem sind sie ja. Sie sind aus dem Polizeiakugel geflohen, haben sie uns eben erzählt. Ich bin da nichts geflohen. Ich habe da gestanden mit Handschelle und die Polizei habe ich gebeten, abzumachen die Handschelle, weil ich nichts verbreche. Ich habe ausgeliehen die Fahrzeug und das muss Missverständnis gewesen sein. Sie können fragen, die ja schon sind. Die hat es ausgeliehen und die hat keine Anzeige gemacht. So. Ja, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass sie in einem gestohlenen Polizeifahrzeug unterwegs waren mit Männern, die höchstwahrscheinlich. Aber ich habe das nichts ausgesucht, Mann. Hast du gesehen, wie hässlich diese Leute? Mein Güte, Mann. Ich fahre da nicht freiwillig mit solchen Männern, oder? Ja, trotzdem sind sie nun mal Mittäter. Was mit Täter? Die kommen da rein mit großem Schießgewehr, er schieße alles und sage so, du gehst jetzt mit. So, was machst du dann mit Täter? So, da magst du, gehst du ja, mit, so, weil du. Sie uns. Erzählen Sie uns. Selbstverständlich ja, erzähle ich Ihnen das. Wem soll ich das sonst erzählen? Für mich sah das leider. Du hast gefragt, oder? Gerade in dem Auto. Wie sah das denn aus für Sie, wenn ich fragen darf? Was Sie zu denen gehören? Ich gehöre zu denen, weil ich gesetzt habe im gleichen Auto. In einem gestohlenen Polizeiwagen, ja. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, wenn die sage, gehst du mit jetzt, doch. Aber wir können das nicht bestätigen, dass sie das gesagt haben. Und ich aber glaub, ich kann das bestätigen. Wenn sie wirklich an ihre Geschichte geglaubt hätten, dann hätten sie jetzt auch keinen Anwalt gefordert, oder? Nein, die Anwalt, die Anwalt, mit denen ich habe Vertrag, die kriegt jeden Monat kriegt die ein Pauschalgeld von mir. Das ist viel Geld. Und wenn die nichts muss, arbeite ab und zu für dieses Geld, ich schenke die das einfach so. Das würdest du auch nichts machen, oder? Ich meine, das ist wie mit Frau und Kreditkarte. Weißt du, du gehst immer arbeiten und Frau hat Kreditkarte. So ab und zu muss Frau dann auch mal hier für, du weißt schon, hier die Nummer ins Schlafzimmer und so. Weißt du? So, da muss sie dann auch mal, wenn die das nächste macht, dann hat die Kreditkarte ja ganze Zeit umsonst. Das geht so nichts, oder? Das gleiche mit Anwalt. Also nur gut. Ohne diese hier, verstehst du? Aber dann können Sie mir sicherlich erklären, warum Sie aus dem Auto was rausgerufen haben. Was ich rausgerufen habe? Ja, Sie haben aus dem Auto was rausgerufen, als Sie geflohen sind. Ich habe gesagt. Hilfe, Polizei, mach Blaulicht an! Nein, wir haben ihnen gesagt, dass wir sie nötigst mit Waffengewalt stoppen werden und sie haben gesagt. Ich glaube, das war haha. Ich hab gesagt. Das geht aus Auto gar nicht. Nein! Ich hab gesagt. Schaha! Das geht gar nicht aus Auto! Ja, warum sagen Sie sowas? Ja, weil ich weiß, das geht nichts aus Auto und Sie können es somit nicht eher aufhören, denn das würde ich wilde Verfolgungsjagd. Ich stelle meinen Kollegen sich aus dem Fenster lehnt und mit der Handfeuerwaffe schießt. Okay, das wusste ich nichts. So, ich keine Ahnung von Ihrer Spezialausbildung. Ich nur blöde Laie, verstehst du? Vorgeworfen wird jetzt ins Mittäterschaft. Das ist einmal die Entziehung der polizeilichen Maßnahmen. Wie Entziehung? Ich bin hier, Senior. Du hast geschießt mich im Gesicht, ja, obwohl ich Geisel. Mit dem Fahrzeug abgeholt. Das ist jetzt auch nochmal. Was mit Fahrzeug abgehauen? Was beschuldigen? Ich bin das nächste gefahren, das Fahrzeug. Ich war auf Rücksitzbank. Ist egal, sie waren dabei. Ja, aber die hat mich genommen als. Mein Güte, was ist da so. Pass auf. Lassen wir den Widerstand. Warten Sie mal ab. Lassen wir den Widerstand gegen die Staatsgewalten das von eben mal weg. Und setzen das auf die Beihilfe aus. Das heißt, sie haben zweimal die allgemeine Beihilfe zu einer Straftat. Das würde sich auf den Fuß gar nicht. Nein, das ist leider nichts richtig. Nein, das ist leider nichts richtig. Weißt du warum? So. Du hast mir selber gegeben, die Argument, das ist nichts richtig. Du sagst zu mir, ich kann das nichts beweisen, Geisel. So, aber du kannst das auch nichts beweisen, ich nix Geisel, verstehst du? So, und jetzt, wir warten auf Anwalt. Das reicht mehr als genug, dass sie ihn geklaut haben. Nein, Moment. Wenn die mit Waffengewalt sagen, du gehst rein in ein Auto, was machst du dann? Wir können das nicht nachweisen, in welcher Relation sie zu den Straftätern standen. Fakt ist für uns, dass sie. Ja, ich sage Ihnen, welche Relation. Die hab gedroht zu wegschießen, mein letztes Nüsschen, verstehst du? Kennst du das Sprichwort mit gehangen, mit gefangen? Ja, das kenne ich, aber das geht ja nichts immer. Du magst ja auch nicht Strafe mit Geisel von Banküberfall, oder? Das geht ja nichts.
Wenn du mich noch einmal unterbrichst,